Hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo von Jurassic World Evolution 2. Denn gestern war auf dem offiziellen YouTube-Kanal von dem Spiel ein Livestream, wo uns schon einige Sachen von dem kommenden Camp-Kreidezeit-DLC und dem dazugehörigen kostenlosen Update gezeigt wurden. Und die möchte ich mir hier in diesem Video nochmal gemeinsam mit euch ein wenig zusammengefasst anschauen. Denn wir haben schon sehr coole Sachen zu Gesicht bekommen. Unter anderem seht ihr schon im Hintergrund die erste neue Sache, nämlich dieser coole Parasaurolophus-Skin. Das ist der Lux Parasaurolophus. Der leuchtet richtig schön bei Nacht. Davon gibt es zwei verschiedene Varianten. Das könnt ihr am besten an diesem langen Kopfknochen unterscheiden. Bei dem einen ist es nämlich so ein bisschen rötlicher und bei dem anderen so ein bisschen ins Bläuliche geht das. Also die seht ihr jetzt hier gerade beide ganz gut. Ich finde, der ist wirklich ein Highlight. Das ist echt ein Hingucker bei Nacht. Und ich glaube, ich werde das Spiel mit diesem Skin dann auch öfter mal im Dunkeln spielen. Und als nächstes haben wir auch noch den neuen Bumpy-Skin zu Gesicht bekommen. Das ist ein neuer Skin für den Ankylosaurus in diesem schönen Türkis. Und das sieht halt schon eigentlich ziemlich genauso aus, wie in der Serie Bumpy auch aussieht. Und dann wurde uns auch schon einiges gezeigt von den neuen Hybriden im Spiel, nämlich dem Scorpius Rex. Und der sieht echt richtig böse aus. Gefällt mir mega gut. Und ich finde es auch cool, dass der anders läuft als jetzt zum Beispiel der Indoraptor. Also der hat auf jeden Fall eine komplett andere Laufbewegung, so eine komplett eigene. Und die Entwickler haben es auch echt hinbekommen, dass der richtig gruselig und böse aussieht. I can tell. Oh, there we go. Bei dem bin ich besonders auf die Kampfanimation gespannt. Er wird nämlich bestimmt richtig viele einzigartige neue Animationen haben, die kein anderer Fleischfresser hat. Und was natürlich auch noch sehr cool ist, ist, dass der auch dann verschiedene Hautfarben hat und verschiedene Musterfarben. Das heißt, man hat dann auch viele Kombinationsmöglichkeiten, wie der dann von der Farbe und Optik aussieht. Das waren jetzt erstmal alles Sachen aus dem neuen DLC, aber jetzt kommen wir auch noch zu Sachen, die dann im kostenlosen Update für alle Spieler verfügbar sein werden, auch wenn man das DLC nicht kauft. Da haben wir als allererstes einige neue Sandbox-Einstellungsmöglichkeiten. Die sieht man hier schon ganz gut in dem Menü. Da kann man jetzt unter anderem endlich die Wissenschaftler ausstellen. Ist für mich persönlich somit der wichtigste Punkt. Fand ich echt immer super nervig, dass man im Sandkastenmodus, wo man einfach nur schön bauen will und sowas, ja, halt sich dann noch um diese Mitarbeiter kümmern muss. Und jetzt haben wir halt endlich die Option bekommen, wenn wir das wollen, das dann auch auszustellen. Für die Leute, die das natürlich gerne gemacht haben, auch im Sandkastenmodus, die können dann einfach bei der Option das Ganze anschalten. Und so ist, denke ich mal, jeder glücklich. Dann kann man jetzt auch im Sandkastenmodus diese Expedition und Fossilien einschalten. Das heißt, man hat dann nicht direkt alle Dinosaurier-Genome freigeschaltet, sondern muss erstmal auf Expedition gehen und dann dort halt die entsprechenden Fossilien finden. Und aus diesen kann man dann wie gewohnt die DNA gewinnen. Finde ich auch cool, dass man jetzt die Möglichkeit hat, im Sandkastenmodus das Ganze ein- und auszuschalten. Da könnte man fast schon wieder so auf die Idee kommen, einfach mal wieder so einen Park zu bauen, wie in guten alten Operation Genesis Zeiten. Das habe ich immer echt gerne gemacht. Und vielleicht werde ich dann einfach mal im Stream mit euch gemeinsam einfach drauf losstarten in Sandkastenmodus und dann diese Option einfach mal anlassen. Die gleiche Möglichkeit gibt es dann auch noch bei den Forschungen. Ist, denke ich mal, selbsterklärend. Die kann man halt ein- und ausschalten. Wenn man sie ausschaltet, ist halt alles soweit erforscht und freigeschaltet. Und darunter haben wir dann auch noch die Aufgabenzeit. Die kann man auch von 100% auf 50% runterstellen und ich glaube minimal auf 10%. Das heißt für einen Spieler, dass das Ausbrüten von Dinosauriern jetzt nur noch 10% der normalen Zeit in Anspruch nimmt. Also es geht 10-mal so schnell. Und wenn man dann noch die Zeitkontrolle unten benutzt, also mit dem Vorspulen, dann geht das eigentlich alles instant. Und als nächstes kam dann für mich somit der coolste Punkt von dem kostenlosen Update, nämlich die ganzen neuen Deko-Objekte. Dafür wurde auch das Menü so ein bisschen angepasst, das könnt ihr jetzt hier links unten schon sehen. Da gibt es jetzt 4 verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Einmal Schilder, dann Bäume und Bepflanzungen,
Dann Fontänen und andere Gästedekoration. Und auch noch ein paar Industriedeko-Objekte. Falls ihr nochmal ganz genau sehen wollt, welche Objekte das alles sind, könnt ihr gerne zurückspulen und an der dementsprechenden Stelle, wo das Menü geöffnet ist, pausieren. Dann könnt ihr euch die in Ruhe angucken. Weil ich werde die jetzt hier nicht alle komplett durchgehen. Wir werden jetzt sowieso eine Menge von den Objekten in Aktion schon mal sehen. Weil hier kann man es schon ganz gut im Hintergrund sehen. Da kann man jetzt endlich einzelne Pflanzen und Bäume platzieren. Das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Also vorher war es ja echt komplett Glück mit diesem Zeichnen-Tool von den ganzen Bepflanzungen. Und jetzt kann man auch mal an so Stellen, wo dann nicht so viel Fläche ist, die Bäume auch genau an dieser Stelle stehen haben. Und ich finde es auch cool, dass die wirklich so eine sehr kleine Hitbox haben. Das heißt, man kann die Pflanzen auch echt nah aneinander platzieren und auch sehr nah an den Weg bauen. Und dann ist es selbst für Konsolenspieler oder Leute, die keine Mods benutzen, gar nicht so schlecht. Es gibt jetzt auch solche neuen Blumentöpfe, solche größeren. Die finde ich auch optisch richtig cool. Achso, zu den Bäumen muss ich noch eben eine Sache sagen. Die sind leider immer biomgebunden. Das heißt, wir sind jetzt ja hier auf so einer Tropenkarte und dementsprechend gibt es dann hier auch nur diese Tropenbäume zur Auswahl. Also seht ihr, glaube ich, ganz gut. Das sind eher so dschungelige Bäume, Palmen und ja, die Bäume, die halt auch in diesem Biom wachsen, die kann man dann platzieren. Was natürlich auch noch ein absolutes Highlight ist, sind die neuen Springbrunnen, die wir bekommen. Die bringen nämlich endlich fließendes Wasser in die Eingangsbereiche und allgemein in die Parks. Da gibt es auch verschiedene, solche Runden gibt es. Dann gibt es auch so kleinere. Also da hat man auch schon einiges an Auswahl. Und die haben auch alle verschiedene Wasserdüsen und Wasserhöhen und das ist schon echt mega cool. Es gibt da aber allgemein richtig viele verschiedene neue Sachen. Ich finde auch noch besonders cool diese Spinosaurus-Skelettstatue, die man hier in der Mitte sehen kann. Es gibt jetzt auch noch solche neuen Podeste für die Aviarien. Die kann man halt innerhalb des Aviariums platzieren. Und dort können dann die Flugsaurier darauf landen, was ich auch mega cool finde. Außerdem wurden uns auch noch so ein bisschen die Industriedeko-Elemente näher gebracht. Da gibt es auch einige richtig coole, zum Beispiel auch solche Betonbarrieren. Die könnte man dann rein theoretisch auch so als Zaun für die Gäste dann benutzen, weil die von der Höhe eigentlich ganz gut sind. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Container, Kisten und. Dabei muss man halt immer so ein bisschen bedenken, dass aber allgemein bei den Deko-Elementen so, dass die auch Ära gebunden sind. Das heißt, einige Objekte gehören halt zur Jurassic World Ära, andere zur Jurassic Park Ära. Zum Beispiel diese Holzkiste würde jetzt zur Jurassic Park Ära, glaube ich, gehören. Und das ist gerade für Konsolenspieler sehr interessant, weil die ja leider nicht die Möglichkeit haben, im Mixed Eras Modus zu spielen. Also wir PC-Spieler können ja wirklich alle Deko-Elemente in einem Park verwenden. Und als Konsolenspieler muss man sich ja leider vorher für eine Ära entscheiden. Das heißt, man hätte dann dementsprechend auch eine Begrenzung, was diese Deko-Elemente angeht. Dann würde man hier zum Beispiel in der Liste nicht ganz alle sehen, die wir jetzt zum Beispiel unten links sehen können. Was ich auch noch besonders cool finde, sind diese Käfige. Die sieht man ja auch häufig in den Filmen. Und die kann man halt auch schön als Deko-Objekt platzieren. Ist ein bisschen schade, dass man dort keine Dinosaurier reinpacken kann. Also eigentlich ist es nicht schade, aber es wäre halt für die Optik ganz cool gewesen, für die ein oder andere Szene, wenn dann da so ein Stego oder so in dem Käfig da wäre. Das könnte ich mir schon cool vorstellen. Außerdem gibt es natürlich auch wieder dieses Raptor-Gehege aus dem Jurassic Park 1 Film. Hat leider auch keine Funktion, also das heißt, dort kann man auch keine Raptoren oder sowas reintun. Aber natürlich ist es für die Optik trotzdem nicht schlecht, gerade wenn man dann Jurassic Park 1 vielleicht mal nachbauen möchte. Und dann bekommen wir jetzt auch noch einen Einblick in den neuen First-Person-Modus. Dort kann man nämlich jetzt unten links hier in dem Menü raufklicken und dann kann man sich eine Startposition aussuchen. Und genau an der Stelle geht's dann direkt in Besucherperspektive los. Kennen wir ja von der Mod auch schon. Allerdings finde ich, dass es hier noch wesentlich cooler umgesetzt ist.
Erstmal hat man relativ viele Auswahlmöglichkeiten. Gehgeschwindigkeit zum Beispiel, man kann sich bücken. Und was besonders cool ist, man kann auf Gebäude zugreifen. Zum Beispiel hier auf diese Viewing Gallery und dort kann man dann direkt reingehen und dann den Ausblick in das Gehege genießen. Und wenn man wieder rausgeht, ist man dann auch direkt auf der Rückseite wieder in Besucherperspektive. Das heißt, man kann wirklich gefühlt durch seinen Park laufen. Sprinten kann man auch, das sieht man hier auch nochmal ganz gut. Dann kann man kriechen. Und wenn man bei Nacht rumläuft, kann man jetzt auch eine Taschenlampe anmachen. Da wirkt das Spiel sogar schon so ein bisschen gruselig, gerade wenn man hier so den Scorpius Rex ins Gesicht leuchtet. Man kann übrigens auch auf ganz normale Gebäude so zugreifen, die halt auch eine Funktion haben. Und wenn man rausgeht, ist man wieder in dieser Ego-Perspektive. Und natürlich kann man auch auf Jeeps zugreifen. Das heißt, man könnte teilweise das Spiel schon fast komplett in dieser Ego-Perspektive spielen. Würde man halt von Gebäude zu Gebäude fahren, je nachdem, was man erledigen will, und dann immer weiterlaufen. Klingt eigentlich ganz interessant, aber das wird wahrscheinlich nicht ganz bei allen Punkten funktionieren. Aber die meisten Sachen kann man sicherlich in dieser Ego-Perspektive dann auch erledigen. Und Gyrosphären-Touren und sowas kann man natürlich auch betreten. Das ist auch gar kein Problem. Da hat man sogar die Auswahlmöglichkeit zwischen selber fahren und an der Tour teilnehmen. Wenn man teilnimmt und dann rausgeht wieder aus der Tour, dann gelangt man wieder zum Ausgang. Aber wenn man wirklich selber fährt, das sehen wir jetzt gleich auch nochmal, und dann aussteigt, dann steigt man wirklich auch an der Stelle aus, wo man halt gerade steht. Ach so, und Tore öffnen sich übrigens auch, wenn man darauf zugeht. Also das heißt, da kann man dann auch in Gehege rein und rausgehen. Und dann wurde uns auch noch der neue Species Viewer gezeigt. Den findet man im Hauptmenü und dort kann man sich dann die einzelnen Dinosaurier nochmal etwas genauer angucken und zum Beispiel die Skins unter die Lupe nehmen oder auch einige Animationen. Da hat man dann eine schöne Liste von allen Dinosauriern. Ich finde daran besonders praktisch, dass man sich halt jetzt vorher genau angucken kann, wie welche Skin-Kombinationen aussehen. Und dann kann man sich halt vorher im Hauptmenü welche raussuchen, die man dann in seinem Park verwendet. Weil das war ja vorher immer so ein bisschen Glückssache, was man ausgewählt hat. Und jetzt kann man halt wirklich vorher die Kombination ausprobieren und sich dann eine richtig schöne Variante für seinen Park passend aussuchen. Und wenn man dann einen passenden Skin gefunden hat, kann man auch noch verschiedene Animationen abspielen. Hier bei dem Ichthi ist es jetzt zum Beispiel einmal langsam schwimmen, schnell schwimmen. Man kann das Ganze auch pausieren und die Kamera drehen und auch Lichteinstellungen vornehmen. Da kann man unter anderem die Ära einstellen, also die haben ja alle so eine verschiedene Farbgebung. Dann kann man die Position von dem Licht einstellen, die Rotation von dem Licht und auch die Höhe von dem Licht. Ist natürlich auch besonders praktisch, wenn man dann einen schönen Screenshot von dieser Kreatur haben möchte. Und dann wurde uns auch noch in diesem Species Viewer der neue Monolophosaurus gezeigt. Da hat man halt auch wieder richtig viele verschiedene Farbkombinationen. Dadurch, dass man halt so viele Hautfarben zur Auswahl hat und dann auch noch verschiedene Patterns. Und dann wurden uns auch schon einige Animationen von dem Monolophosaurus gezeigt in diesem Species Viewer. Und zu guter Letzt konnte man auch noch einige Farbkombinationen und Skin-Variationen von dem Scorpius Rex sehen.
Und ja, Leute, das soll es jetzt auch mit diesem Video gewesen sein. Ich denke mal, wir haben einen ganz guten Einblick schon mal bekommen in das DLC und in das neue Update, was am 8. März dann erscheinen wird. Der Livestream, aus dem ich das ganze Bildmaterial und Infomaterial habe, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.